Hallo und willkommen zu meinem Video über den neuen Binäroptionenbroker in 2018 nach dem Verbot Binäroptionen in der EU. In diesem Video werde ich kurz auf Hi-Low eingehen. Das ist ein australischer Broker, der seit gestern anscheinend keine Deutschen mehr nimmt oder keine Europäer mehr nimmt zum binären Handel. Da gibt es noch ein paar andere Broker, die das wohl anscheinend auch nicht mehr tun. Außerdem werde ich die drei Broker aufzählen, die ich persönlich ganz gut finde soweit. Einen davon benutze ich hauptsächlich selber. Die anderen beiden kenne ich noch nicht so lange. Das werde ich aber alles genauer erklären. So, kommen wir erstmal zu Hi-Low und dem binären Optionenverbot. Wie gesagt, in Europa wurden binäre Optionen vor circa einem Monat verboten. Das werden die meisten schon wissen. Jetzt scheinen andere Broker das auch zu tun. Hi-Low zum Beispiel nimmt keine Kunden mehr anscheinend an. Der Support antwortet mir allerdings auch nicht. Ich bin da allerdings auch kein Kunde. Und Olymtrade zum Beispiel nimmt auch keine EU-Trader mehr an, anscheinend. Wie gesagt, in diesem Video werde ich drei Broker vorstellen, mit denen ich vorher gesprochen habe und die nach eigener Aussage weiterhin EU-Trader anbieten werden. So, das erste, das ist der Hauptbroker, den ich nutze, das wäre Finmax. Die sind A, schon länger am Markt, zahlen auch schnell aus, haben eine sehr große Auswahl an Laufzeiten und an Werten und bieten auch noch CFD-Handel. Ich zeige die gleich einzeln nochmal. Spectre ist ein sehr neuer Broker, beziehungsweise kein Broker. Auf den bin ich erst kürzlich gestoßen. Das Interessante hier ist, dass es sich um eine Blockchain-basierte, Smart-Contract-basierte Handelsplattform handelt, die also kein Broker im eigentlichen Sinne ist. Hier gibt es auch eigentlich gar keinen Sinn dahinter, die Kurse zu manipulieren oder nicht auszuzahlen. Das wird alles automatisiert gemacht. Ich habe hier noch keinen direkten Test gemacht, keinen richtigen kompletten, aber bisher ist das schon mal alles sehr interessant. Die Gewinnspannen sind etwas kleiner als bei vielen anderen. Und ein anderer Nachteil hier ist, dass die Kontoführung in Ether ist. Das heißt, dass wenn der Ether-Kurs sinkt, sinkt auch der Wert des Kontos. Und als letztes Pocket Option. Die bieten zum Beispiel Kryptowährungen sehr viele zum Handeln an, auch andere Werte. Außerdem sehr hohe Gewinnspannen, bis 98%. Turniere, Social Trading und vieles mehr. Haben nur sehr wenig Auslaufzeiten, also nur bis eine halbe Stunde. Manchmal nur bis 5 Minuten. Sind insgesamt ein bisschen eigen. Die kenne ich noch nicht allzu lange, die sind noch im Test. Eine Auszahlung ging bisher durch. Ansonsten sind die auch nicht schlecht bisher. So, schauen wir uns die Broker am besten mal kurz einzeln an. So, hier haben wir erstmal die Oberfläche von Finmax. Werte haben wir zurzeit leider nicht. Hier oben unter Trading Tools findet man unter erweiterte Grafik bessere Charts mit allen möglichen Indikatoren. Hier sind viele andere interessante Nachrichten und so weiter. Handelssignale, die habe ich nicht getestet. Hier oben gibt es auch viel zu lernen. CFD-Handel gibt es wie gesagt auch. Und hier gibt es auch viel zu bieten Optionen. Schauen wir uns die Vermögenswerte kurz an. Da sieht man, dass die hier auch eine ganze Menge Vermögenswerten haben. Die Gewinne variieren ein bisschen, je nach Zeit, die Gewinnspannen. Insgesamt gibt es hier aber eine ganze Menge zu handeln schon mal. Auch viele Kryptowährungen. So, das wäre jetzt erstmal Finmax. So, hier haben wir Spectre. Wie gesagt, das ist ein recht neuer Broker, beziehungsweise eigentlich kein Broker. Hier unten sehen wir die Gewinnspannen. Die liegen so von 71, 72, 75%. 55%, sowas im Dreh. Hier noch ein bisschen tiefer. Es gibt hier zwei verschiedene Arten zu handeln. Entweder man schickt pro Trade einfach die Kryptowährung her und bekommt dann den eventuellen Gewinn zurück. Oder man eröffnet ein Konto. Ich würde das Konto empfehlen. Dann kriegt man hier auch eine schöne Statistik. Hat ein Demokonto, ein kostenloses, reguläres. Sehr schön finde ich. Unter Account Settings
das Risikomanagement. Hier kann ich definieren, dass ich zum Beispiel nach einem verlorenen Trade am Tag nicht mehr handeln kann oder nach zwei gewonnenen oder dass zum Beispiel, wenn ich maximal 2% meines Kapitals verloren habe am Tag, dann kann ich auch nicht mehr weiter handeln. So Sachen. Das ist ganz interessant und praktisch. Das kann man dann nur alle 7 Tage ändern. Ja, wenn man hier draufklickt, momentan kann man hier auch nicht handeln am Wochenende. Aber man kann ab einem US-Dollar handeln. Das entspricht 0,025 Ethereum circa. Ups, eine 0 vergessen. 0,025. Und man hat Auslaufzeiten von 10 Sekunden, 60 Sekunden, 5 Minuten bis zu einer Stunde, End of Day oder einfach festgelegt bis wann. Finde ich insgesamt einen sehr schönen Broker und auch ein schönes Interface. Hier oben sind alle möglichen Tools, Indikatoren und so weiter. Wie gesagt, ist insgesamt ein sehr schönes Ding. Spectra. So, hier kommen wir zu Pocket Option. Hier ist das Schöne, die Turniere. Das ist der Hauptgrund, warum ich mich hier angemeldet habe. Außerdem kann man auch ab einem Euro handeln, ab einem Dollar. Hier habe ich zum Beispiel heute ein Turnier verloren. Da kann ich hier, genau. Dann habe ich hier oben den Charttyp, den ich einstellen kann. Zeitrahmen. Bisschen zeichnen kann ich, ein paar Indikatoren habe ich. Insgesamt ist das alles nicht so die Welt. Interessant ist der Broker vor allem durch die wirklich sehr hohen Gewinnspannen. Wenn man hier mal hinguckt, dann hat man hier 98%, 97%, 94%, 92% und so weiter. Viele Kryptowährungen, also wirklich viele. So viele wie andere Broker generell Werte haben. Und auch ein paar Rohstoffe und ein paar Aktien. Auch den Broker finde ich interessant. Wie gesagt, Turniere gibt's. Hier kann man noch durch Trades und sowas Erfahrungspunkte freischalten und bekommt dann hier noch Kristalle, die man dann gegen kostenlose Trades und sowas eintauschen kann. Das ist noch ein bisschen Spielerei. Wie weit das sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber okay. So, das sind die drei Broker, die ich momentan halbwegs interessant finde oder sehr interessant finde, je nachdem, in der Abfolge. Wie gesagt, Pocket Option teste ich gerade. Spectre kommt bald. Finmax benutze ich jetzt schon seit einem Dreivierteljahr, ja, circa. Zu jedem Broker findet man noch ein Video auf meinem Kanal, teilweise auch mehr. Und zu Strategien und so weiter findet man auch mehr auf meinem Kanal oder unten in der Beschreibung des Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann freue ich mich über das Teilen oder Liken. Und ansonsten bis zu meinem nächsten Video oder dem Live-Trading nächste Woche.